bin so ein bisschen aufgeregter als sonst, also werde ich vielleicht den einen oder anderen Versprecher mit dabei haben. Nein, der VfB Stuttgart und Trainer Taifun Korkut schicken ins Rennen. Im Tor Sportfreund Zieler, dann weiter mit dabei Sportfreund Insua, Sportfreund Aogo, Sportfreund Baumgartel, Herr Maffeo, Herr Castro, Herr Didavi, Herr Tommy, Herr Gonzales, Herr Gomez, Herr Badstuber. Also alles klangvolle Namen für die von euch, die die Bundesliga verfolgen. Als Ersatzspieler mit dabei Gralkem, Askasiba, Donis, Akolo, Gentner und der Weltmeister Benjamin Pavard nur auf der Bank, aber vermutlich wird er noch kommen. Ja, und dann kommen wir, bevor hier Hansa Forever heute ein paar Minuten früher über die Lautsprecher kommt, zur Aufstellung des FC Hansa Rostock. Im Tor Johannes Gelios, Innenverteidigung Julian Riedel und ich vermute mal Kai Bülow. Denn auf der linken Seite spielt Nico Riedle, für den Verletzten Lukas Scherf. Rechts Wladimir Rankovic, davor Stefan Vanevic in der Zentralen zusammen mit Mirnet Pepic. Dann haben wir ja, Merwil Biancardi auf der linken Seite, vermutlich eher so rechts. Pascal Breyer, der gegen seinen VfB Stuttgart spielen will. Und vorne Marco Königs und Sebio Suko. Und jetzt das, was wir euch gerade angekündigt haben. Hansa Forever. So häufig passiert. Dynamo Dresden raus gegen Rödinghausen. In Lotte. Und Ralf Minge war vor dem Stadion. Und jetzt fragen wir uns, was macht Ralf Minge hier? Ja, er hat sich das bessere Spiel ausgesucht. Es wurde gemunkelt, er ist gar nicht wegen eines Hanseaten hier, sondern er hofft, dass bei Stuttgart noch einer abfällt. Und einer von denen, die heute spielen, ja? Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist ja dann, ich wollte gerade sagen, jetzt aber Erik Tommy, müssen wir aufpassen, schießt da mal aus 25 Metern. Deutlich über den Kasten, Erik Tommy, den wir hier ja, vorletzte Saison mit Jan Regensburg gesehen haben, der dann auch eine Leihgabe war, dann
von Regensburg nach Augsburg zurück. Augsburg, ja, da hat er das nicht so richtig geschafft in der ersten Liga. Dann ist er zum VfB gegangen und peng, hat er gespielt. Die Rückrunde sozusagen so ein bisschen der Shootingstar gewesen. Oh! Fehler, Batschgruber gegen Suku. Suku auf der rechten Seite im Strafraum, links wäre König. Suku! Tor! Suku! Macht in der 8. Minute das 1:0. Er nutzt diesen Fehler von Holger Batschgruber eiskalt aus. Zieht von rechts in den Strafraum und lässt auch Ron-Robert Zieler mit einem satten Schuss keine Chance. Und das ist das, was du brauchst. Wir führen gegen den VfB nach 8 Minuten. Alter, gibt's denn das? Suku spitzelt den Batschgruber das Ding vom Fuß, zieht dann vorne durch, läuft in den Strafraum. Und nein, er guckt nicht irgendwie was. Doch ob er den Ball abgeben kann, nein, das Ding ist drin und der VfB ist erstmal bedient hier und wir sehen es doch, Sebio Suku mit dem Außenriss, würde ich sagen, hat er ihn gemacht, Helmer, mit dem Außenriss am Torwart, Zieler vorbei, dieser Mann, er hat wirklich, ist wie, ja, aus eiskalt ist er dort, er hat Nerven aus Stahl und er macht es, das gibt es doch gar nicht, Helmer, wir führen hier tatsächlich gegen den großen Favoriten, den VfB Stuttgart, nach 8 Minuten mit 1:0. Unglaublich. So, in 82 Minuten. Oh, alleine das war's wert. Unglaublich. Das Stadion ist dermaßen explodiert hier, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der in der zweiten Halbzeit zwei, dreimal dann hinten klären konnte, während es in der ersten Halbzeit eigentlich nicht der Lob rannte, wenn er in der Nähe war, hat sich gefangen. Jetzt noch links rausgespielt Akolo im 1:1 gegen Kai Bülow. Die Flanke in die Mitte, Julian Riedel, der Kapitän, klärt dort nach vorne und Holger Batschgruber erneut dazwischen. Holger Batschgruber auf Gentner, Gentner überlupft dort Rankovic. Rankovic setzt nach, holt den Ball und Breyer, schade, rutscht der Ball über den Spann, sonst hätte er ihn rausgeschlagen, so schlägt er ihn nur ins Seiten aus. Das ist hier Einwurf Mitte der Rostocker Hälfte auf der linken Seite, geht nicht da vorne. Da vorne war der Einwurf nicht. Schickt sich der Pfeil sich nicht zurück. Flanke aus vollem Lauf. Vorsicht, da gibt es einen Rempler. Kein Pfeil, kein Pfiff, weder in die eine noch in die andere Richtung. Stattdessen ist der Ball raus an der Mittellinie zu Baumgartel. Der zu Maffeo. Maffeo ganz recht raus zu Donis. Donis geht wieder auf Riebler zu. Der flankt dann in den Strafraum. Vorsicht, die Davi. Ja. Abgeblockt. Am Elfmeterpunkt abgeblockt von Wladimir Rankovic zum 10. Eckball für den VfB Stuttgart. Alter, was war denn das für eine Riesensituation? Und mit Glück und Geschick überstehen wir auch das. Ja, wir haben jetzt gleich die 83. Minute. Wieder kommt die Ecke dort rein. Haut das Ding noch bitte raus. Bitte haut es raus. Ja, und es ist rausgehauen. Und es ist rausgehauen. Auch die 83. Minute haben wir überstanden. Immer noch steht es 1:0 für den FC Hansa Rostock. Bringt den Ball dort weg. Der Ball geht weit nach vorne. Dort ist Pepic. Pepic kann ihn aber nicht behaupten. Er kommt postwendend zurück. Baumgartel ist jetzt dort vorne in der Stürmerposition. Er geht jetzt weit nach vorne. Akolo mit der Flanke. Aber nur an den Rücken von Stefan Wannwetsch. 83:20. Einwurf für den VfB Stuttgart. Einwurf ausgeführt. Gentner an der Strafraumgrenze. Rankovic und Breyer zusammen versuchen dort alles. Der Ball ist rausgeköpft. Suku mit der Brust. Nochmal mit der Brust auf FCF. Suku hat den Ball. Suku über rechts. Suku, mach was draus. Helmer, ich kann nicht mehr. Suku gegen drei. Suku auf FCF. Tickt den Ball durch. FCF ist rechts. Suku läuft in die Mitte. FCF versucht ihn direkt zu spielen. Hat den zweiten Versuch auf Suku. Suku hat ihn abgelegt. Bitwitz! Bilbic in der 84. Minute, da ist das Ding drin. Sebio Suku sieht den Bilbic da stehen und er nimmt ihn direkt mit dem rechten Fuß. Da ist er rechts unten im Tor. 2:0 für den FC Hansa Rostock. Und jetzt sind sie alle auf dem Platz. Ich sehe Doggy Bartel, ich sehe Dirk Ordishausen, alle Ersatzspieler unterjubeln sie. Aber jetzt heißt es zurück auf die Bank, zurück in die eigene Hälfte. 2:0 für den FC Hansa Rostock. 2:0. Arvid, bitte mach du mal was, ich kann nicht mehr. Arvid weigert sich. FCH. Oh, Alter, das kann doch gar nicht wahr sein. Wir führen 2:0 gegen VfB Stuttgart, nachdem FCF auf Suku und Suku auf Pepic und Pepic dieses Riesentor dort direkt macht, der seine Superleistung hier krönte, was das Stadion.
Das ist doch wohl unglaublich. CF rennt da auch den Ball hinterher. Da sind sie auf der rechten Seite nochmal eine Flanke rausgeköpft von Wandenwitsch. Ja! Das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Der FC Hansa Rostock gewinnt gegen den VfB Stuttgart mit 2:0. Es ist nicht zu fassen. Es ist unglaublich. Es ist nicht zu fassen. Eine unglaubliche Leistung. Der FC Hansa gewinnt und das verdient. Wir hatten das nötige Glück, aber wir haben es eiskalt ausgenutzt. 2:0 in Runde 2 des DFB-Pokals. Wir sind im Lostopf. Wir sind im Lostopf für Runde 2. Der VfB ist es nicht mehr. Er fährt nach Hause und darf nicht mehr mitspielen. Und es ist unglaublich, das ist so wahnsinnig unglaublich. Da oben an der Anzeigenstapel, da steht 2:0 für den FC Hansa Rostock und es ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Semih Osoku, 8. Minute, dieses überragende Ding, als er den Bock von Badstuber ausnutzt, den Ball im Tor versenkt, Zieler keine Chance lässt. Und das 2:0, dieser traumhaft schöne Konter über Semih Osoku, FCF. Und am Ende steht ein super Schuss des überragenden Pepic, der hier den Deckel drauf macht. Und jetzt sind sie platt und stehen trotzdem da unten auf dem Platz. Oh. Unglaublich. Eine andächtige Stille hier im Ostseestadion. 24.400 Zuschauer. Ziehen wir mal die Stuttgarter ab. 23.000 Zuschauer, die hier 90 Minuten lang ihre Mannschaft nach vorne geschrien haben. Die jetzt alle dastehen, den Kopf schütteln, die es nicht glauben können, die so stolz sind auf diese Mannschaft. Spiel, jetzt hoffe ich sehr, dass wir uns am kommenden Samstag gegen die Würzburger Kicker